Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 6 von Mensch Mischer. Heute haben wir das Thema Raus aus der Starre, wie du selbst dein Nervensystem beeinflussen kannst. Und ich freue mich ganz arg, dass mein Heilpraktiker, Markus Ruppert aus Bad Grönenbach, heute hier zu Gast ist. Hallo Markus. Hallo Mischa, danke nochmal für die Einladung. Markus, ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage, du bist sehr, sehr interessiert über viele Jahre, eigentlich fast schon irgendwie anderthalb, zwei Jahrzehnte an dem Thema auch Psychosomatik, Trauma, Traumatherapie, wie entspannen wir unser Nervensystem und Co. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil wir uns heute diesem Thema widmen wollen. Das, wie wir, glaube ich, auch gerade gesehen haben, auch immer wieder einen ganz lustigen Touch haben kann. Ja, total. Also lustig für viele, ja nicht unbedingt lustig in dem Moment. Auch ich selber habe gerade eben schon Scham zum Beispiel auch wahrgenommen und werde jetzt hier beobachtet von vielen Menschen, die ich gar nicht kenne, wie ich hier rumhampel und so. Und trotzdem gibt es eine andere Ebene, Nervensystem, die da nochmal anders reagiert, drauf reagiert. Genau. Ja, das wäre total cool, wenn du an der Stelle das, was jetzt gerade da in unseren Nervensystemen abläuft oder ablaufen kann, vielleicht tatsächlich nochmal so auf die von dem rein praktischen Ansatz, ich bin ja immer der Typ aus der Praxis, ja. Ich habe aber von wenigen Ahnung, aber mach viel und gib das weiter und experimentiere viel. Und du hast auch sehr fundierte theoretische Hintergründe. Und tatsächlich, was passiert jetzt in diesem Moment? Da ist jetzt der Typ vor der Kamera und er sagt jetzt, okay, jetzt ist hier also die Möglichkeit, du kannst jetzt hier irgendwie aufstehen und dich schütteln und das noch vor den Augen von anderen Menschen. Was passiert dann erstmal oder kann da passieren? Also vielleicht vorab nochmal so einen kleinen Input, auch mag jetzt nicht zu theoretisch oder vortragsmäßig jetzt rüberkommen, aber das ist so ein Punkt, wo viele einfach nicht greifen können erstmal. Die denken immer, Nervensystem heißt Verstand. Und unser Nervensystem ist halt weitaus mehr als nur Verstehen und Denken und Kopf, so was als Kopf bezeichnen wird. Man kann das ganz grob dreiteilen, also funktional dreiteilen. Und der Neokortex, das ist das, was die meisten unter dem Verstand greifen können und nennen das dann die Nerven und so weiter. Und das ist das, was wahrscheinlich bei jedem von uns gerade auch angesprungen ist sofort. Oh mein Gott, was macht der da? Oder oh, wie cool. Oder also so die Ebene von Bewertung, ja, sich Gedanken dazu machen und das in irgendeine Schublade stecken, einsortieren und so weiter. Und das scheint ja irgendwann mal in der Evolutionsgeschichte wertvoll gewesen zu sein, weil sonst hätte sich der Sapiens nicht so durchgesetzt. Aber es gibt halt zwei andere Anteile, die gerade notwendig waren und gearbeitet haben. Das ist zum einen das limbische System. Also bei mir war jetzt eben die Scham spürbar. Und der dritte Bereich ist so das Stammhirn, das so die ganzen Körperfunktionen regelt, also die Energien steuert, die Muskeln, die Bewegungsabläufe. Ich muss jetzt nicht nachdenken, wie ich meine Hände treffe oder so oder wie ich die Beine hebe. Das läuft einfach ab. Wer schon mal einen schweren Unfall hatte und hier Verletzungen hatte in diesem Hirnbereich, der weiß, wie schwer das auch ist, das wieder zu erlernen. Und die ganzen Stressreaktionen, die wir kennen, die sind halt auf den letzten beiden Hirnarealen vor allem verschaltet. Und wenn wir uns entspannen, dann eben auch auf diesen Arealen. Und da kann man noch so viel quatschen. Wenn wir körperlicher werden und emotionaler werden, dann geht das wesentlich effektiver, ohne nachdenken zu müssen. Ja. Ich persönlich kenne ja keine Sache, keine Übung, kein Tool, was schneller und effektiver mich, wie soll man sagen, mich mit mir selbst in Verbindung bringt, als genau dieses Schütteln und dabei auch ergänzen, irgendwie so ein bisschen mal Quatsch machen oder Grimassen machen oder Laute machen und so weiter. Ist das jetzt rein für mich halt so, weil ich das für mich entdeckt habe, oder siehst du das persönlich auch als ein sehr, sehr wertvolles Tool an? Also setzt du das oder was Ähnliches auch in deiner Arbeit ein?
Also meine Grundhaltung, mit der ich in Kontakt mit hoffentlich Menschen gehe, grundsätzlich, aber vor allem natürlich in diese Sessions in der Praxis, ist erstmal die Haltung, dass ich keine Ahnung von deinem Nervensystem habe. Aber ich habe richtig Bock, das rauszufinden und ich bin neugierig darauf. Weil jedes Nervensystem so ein bisschen anders verschalten ist. Es gibt überall andere Netzwerke und vielleicht tut es uns beiden jetzt gerade gut, sich so zu schütteln und vielleicht ist es für den Nächsten eben so schamüberwältigend und da kommt die Story aus der Kindheit, aus der Schulklasse, wie jemand gemobbt wurde und gar verprügelt wurde und was weiß ich dann. Und das kommt vielleicht noch nicht mal im Bewusstsein hoch, aber im System zumindest so hoch, dass es mehr Stress auslöst, als Beruhigung bringt. Ja. Und gleichzeitig habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, obwohl ich, das muss ich ja auch vorwegschicken, absolut kein Freund der Konfrontationstherapie bin, in dem Sinne, wie es meistens praktiziert wird. Und das weiß auch jeder, der irgendwie mein Buch kennt oder meine Bücher kennt und meinen Blog liest. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schon natürlich Lerneffekte gibt. Andersrum formuliert, es war jetzt nicht unbedingt gerade so, dass ich mich damals vor 8 Jahren in der Klinik drum gerissen habe, beim Tanz der Gefühle mitzumachen als Mann, wo die allermeisten anderen Männer auch geflüchtet sind und ich nur deswegen mitgemacht habe, weil ich mir vorher eine klare Entscheidung getroffen habe, dass ich alles mitmache, egal wie auch immer, heftig oder schambesetzt und so weiter das ist. Und als ich da danach, nach der Klinik zum ersten Mal zum freien Tanzen gegangen bin und da gesehen habe, wie sich irgendwie 50-jährige Männer in Batikhosen übereinander wälzen und irgendwelche Sachen. Also, Scheiße, ich muss hier weg. Und alle nur so, ja, und dann schon miteinander. Und ich war da dran, dachte mir, ja, mir geht es jetzt inzwischen deutlich besser, aber das geht jetzt hier irgendwie gar nicht. Und ich bin trotzdem da geblieben und habe so ganz halt für mich in meinem Space und auch ohne großen Kontakt zu den anderen getanzt. Und inzwischen so, das war für mich schon wahnsinnig wichtig, weil ich jetzt bei solchen Sachen nahezu schmerzfrei bin. Also das ist, und im Endeffekt habe ich nichts anderes gemacht, als das halt auch irgendwie immer und immer wieder zu tun. Allerdings ohne mich dazu zu zwingen, das tun zu müssen oder da gut ausschauen zu müssen. Ist das sozusagen dieser Lerneffekt auch was du mitgeben kannst oder wo du sagst, das ist ein wichtiger Part des Ganzen. Oder andersrum formuliert, ich frage vielleicht noch besser, wo merken wir, dass es besser ist, erstmal in unsere Sicherheit zu gehen und wo, an welcher Stelle dürfen wir diesen kleinen Schritt gehen, um da ein Stück weit rauszugehen, damit wir diesen Lerneffekt haben, den sich dann unser System auch merkt und auf den wir dann auch aufbauen können. Ja, also du reißt gerade ganz viele Themen an. Mhm. Ich hänge am ersten Wort des Lerneffekt, weil das ist letztlich genau das, wie ich dann auch arbeite, dass ich versuche, mit dem Nervensystem zu lernen. Also ich für mich und mit dem Patienten gebe ich halt dementsprechende Angebote, wie jetzt du dieses Bewegungsangebot gegeben hast, um rauszufinden, ob das gut tut. Im Ausprobieren merkt man ja dann, fällt es leicht, fällt es schwer, gibt es da Hindernisse und dann kann man mal gucken, wie man da damit umgeht. Und dann ist es ein Lerneffekt, weil der Verstand ja eine andere Sprache spricht als die Emotionen, als der Körper. Also es geht ja alles in unterschiedliche Richtungen. Das kann sein, dass der Verstand sagt, boah, das geht überhaupt nicht. Die Emotion sagt, ich werde traurig und der Körper sagt, oh, geil. So, und wie gehe ich denn mit diesen ganzen verschiedenen Informationen um? Und der Verstand ist halt einfach super langsam. Der ist ja 40.000 Mal langsamer als die anderen Hirnareale. Und der muss sehr, sehr stark vereinfachen, um Dinge zu begreifen. Und dann schmeißt er halt 50 Informationen raus und dann bleibt er übrig bei, das mag ich nicht. Oder eben, mir egal, ob ich mag oder nicht, ich mache jetzt einfach. Also irgendeine Wahl wird dann getroffen, ja. So, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Was hast du mich gefragt? Lerneffekt, dazu habe ich was gesagt, genau. Und dann hast du gesagt, wann tritt ein guter Lerneffekt ein? Also ein Lerneffekt, sagen wir mal so, tritt immer ein, wenn Veränderung als positiv empfunden, nee, wenn
wenn etwas intensiv empfunden wird oder häufig empfunden wird. Und da kann man ja eben gerade beim Schütteln kommt ja sofort der Name Osho ja auch, das ist ja einer, der viel geschüttelt hat. Und diese Richtung war ja sehr bekannt für High Impact, also für intensivste Auseinandersetzung, für kathartische Prozesse. Und natürlich kann das was lösen. Das kann aber natürlich auch so viel Stress auslösen, dass es eher in die falsche Richtung geht. Und dann auch ein Merken macht, aber halt nicht in dem positiven Sinne. Ja. Und heute wissen wir halt, dass ein positives Lernen und positive Veränderung vor allem dann eintritt, wenn wir neue Erfahrungen in kleinen Dosierungen machen, damit das Nervensystem so Tropfen für Tropfen die gespeicherten Ladungen wieder loswerden kann. Wow, ja, da merke ich gerade, wie so bei mir Erinnerungen aufploppen an ganz verschiedene Formen von Seminaren, die ich auch die letzten Jahre gemacht habe. Und manche haben nach dem Motto funktioniert, so nach dem Motto, je härter die Challenge, je krasser du direkt eins drauf kriegst, umso mehr kannst du dich entwickeln und frei machen und so weiter. Und gleichzeitig habe ich persönlich tatsächlich dann auch nach und nach die Erfahrung gemacht, dass das, was du beschreibst, mir besser tut. Und du hast ja auch in deinem Vortrag so schön gesagt, wer sich entspannen will, braucht Sicherheit. Und die Sicherheit eben als Ausgangsposition von allen Veränderungen. Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, wie wichtig dieser Punkt ist? Weil natürlich, hier sind ja auch ganz viele Menschen dabei, von denen ich auch weiß, die sind auf verschiedenen Kanälen unterwegs und die hören sich das von diesem und jenem an. Und es gibt tolle Menschen da draußen, die tolle Dinge sagen. Und gleichzeitig, zumindest mein Empfinden, dürften wir vielleicht den Menschen wieder mitgeben, dass es manchmal gar nicht so kräftig, so heftig, so schnell, so wild, so wie auch immer, bumm sein muss, sondern dass es eben diesen Anteil von der beruhigenden Sicherheit erstmal aus dem heraus agiert, möglicherweise viel nachhaltiger ist und auf Dauer dann sogar noch mehr bewirkt. Ja, das sind halt so die Überlegungen. So ein High Impact ist halt manchmal vielleicht gut, um einfach mal so einen Staub aufzuwirbeln auch und starre Strukturen zu lösen oder jemanden auch ins Spüren zu bringen. Also gerade diese Osho-Schüttelübungen. Also wer sich da nicht spürt, gell, der ist schon arg dissoziiert dann auch. Gleichzeitig braucht ein Nervensystem halt das Fassungsvermögen, das Containment, um das Erlebte ja, einzufassen, zu umrahmen, zu halten. Ja? Und wenn der Impact größer ist als das Fassungsvermögen, dann zerscheppert halt ein Glas. Ja? Und diese Spur bleibt als ein Abdruck im Nervensystem gespeichert. Ja? Und das Gehirn funktioniert halt einfach so. Das gibt da die Amygdala und die sagt halt Schwarz-Weiß-Denken. Die sagt immer nur Gefahr, nicht Gefahr. Ja? Oder schlimme Gefahr, Lebensgefahr. Und dann gibt die wie so ein On-Off-Schalter einfach den Befehl entweder im Bereich Sympathikus, das heißt angreifen oder flüchten, oder im Bereich Parasympathikus, das heißt, ey, alles cool, entspann dich. Und wenn ich mich entspanne, dann kann ich sozial zugewandt sein, dann kann ich mich mit dir auch unterhalten, dann ist auch mein Sprachzentrum aktiv und dann ist auch meine Wahrnehmung nach vorn aktiv. Ja, und dann gibt es eben nur den Bereich der Lebensgefahr. Wenn die Gefahr so überwältigend ist, dass der Flucht- oder Angriffsreiz scheinbar subjektiv nicht zum Erfolg führt, dann sagt das Nervensystem halt Freeze. Also entweder mal als ein starrer Freeze. Das kennt jeder, wenn man so einen Klatscher hat. Zack, man schreckt kurz, man hält inne. Oder aber eben in diesem Erschlaffen auch, also Totstellen. Und wir besprechen das gerade auf so einer Ebene, wo viele jetzt, also in der Vergangenheit, weiß nicht, wie es den Zuhörern gerade geht, aber aus meiner Erfahrung raus sagen viele, ja klar, ist Gefahr, so wenn mir der Säbelzahntiger entgegenrennt, verstehe das alles, aber das
Witzige in Anführungszeichen ist ja, dass unser Gehirn Gefahr an Stellen erkennt und spürt und in Form von Angst und Wut und so weiter spürbar werden lässt, wo wir das gar nicht vermuten. Ja? Nämlich, wenn meine Partnerin die Augen verdreht. Oder ich gerade mit ihr kuschel, gestern Abend, echt, ich kuschel mit der im Bett und das war so schön. Ich hatte so ein Bedürfnis, ihren Körper zu spüren und wir waren so zusammengekuschelt und irgendwie, keine Ahnung, mein Bart hat sie gejuckt und dann hat die Haut gejuckt und dann, ja, und ich habe so eine total schöne Bettschwere gehabt und dann hat es mich schon wieder aufgeregt, dass ich nicht in Ruhe kuscheln und müde werden darf. Und dann war sie wieder aufgeregt, weil ich aufgeregt war und dann ist echt, ja, und das ist so eine lustige Geschichte, die wahrscheinlich jeder irgendwie kennt, so ein banales Ding. Aber in meinem Nervensystem, ohne Scheiß, da läuft Todesangst ab. Weil ich halt, und schau mal, wenn ich drüber erzähle, ich weiß nicht, ob man das sieht, wie meine Hände zittern, ja, nur beim drüber reden wird dieser Teil im Nervensystem sofort aktiviert. Und ja, ich kenne ja diese Verlassenheitsgeschichten aus meiner Kindheit auch, gell? Dass ich einfach in die Küche gelegt worden bin, ja. Und dieses kleine Baby kann ja noch nicht denken. Das spürt ja nur mangelnder Mama-Kontakt und fuck, jetzt liege ich im Dschungel und verreck. Also nicht in Form dieser Gedanken, ist ja klar, gell? So ein 2 Monate altes Baby ist noch nicht so sprachlich entwickelt. Das spürt es nur körperlich. In Form von dem, was ich jetzt gerade in meinem Körper spüre. Ich kann es gerade ablaufen spüren. Diese Panikwelle. Wow, ist an erster Stelle natürlich mal, ich meine, ich kenne dich so und die anderen kennen dich noch nicht oder die meisten hier, eben dieses große Dankeschön dafür, dass du immer und immer wieder so in diese, deine Erzählungen, deine Geschichte, deine Erfahrungen reingehst und es damit so greifbar machst und dich da eben auf diese Art und Weise so verletzlich zeigst, dass du den anderen Menschen auch die Möglichkeit gibst, Ähnliches zu tun oder zumindest für sich zu spüren, dass das, was sie erleben, so ganz und gar nicht nur ihr Thema ist. Und dass eben auch jemand, der als Experte, als Therapeut, als wie auch immer arbeitet, nicht einer ist von der anderen Seite, der Besserwisser und Besserkönner oder Beurteiler oder Verurteiler, sondern dass der genauso seine Themen hat. Und die einzige Frage ist, ob er die auch artikuliert oder so tut, wie wenn es die nicht gäbe. Ja, und da möchte ich vielleicht noch ein bisschen was zurechtrücken, weil dieser Grundschmerz in mir, ich nenne den oft existenzielle Scham, also nicht, ich schäme mich dafür, dass ihr mich seht, wie ich hier rumhampel, sondern mein System schämt sich für die Existenz meiner selbst. Also mich dürfte es eigentlich nicht geben, weißt du? Und du merkst, also das ist... früh passiert, zack, Sprache weg. Ja? Mhm. Ich merke immer, kommen Stottern und Mind geht offline. Gib mir kurz Zeit, lass mich kurz sortieren. Genau. Und dieser Grundschmerz, der ist ja so überwältigend fürs Nervensystem. Und verzeih mir nochmal die Sprachlosigkeit gerade. Der Impact ist so überwältigend fürs Nervensystem, dass das Nervensystem eine Gegenregulation braucht, die mir Existenzberechtigung gibt. Und zu diesem Thema gibt es typischerweise 2 große Gruppen Menschen, die eine Existenzberechtigung in der Zwischenebene schaffen. So, das ist das schlau daherreden, weil dann siehst du mich nicht, dann siehst du hier nur mein schlau dahergeredetes. Oder auch diese spirituellen Menschen, die du fragst, Hamish, wie geht's dir? Und der sagt, der Mars steht in Pluto. Alles klar. Und wie geht's dir? Und dann werden die aktiviert, weil die in Kontakt kommen müssten mit sich selber. Und das habe ich sehr lang gelebt. Also diesen Schlaumeier, den habe ich schon bis Mitte, Ende 30 exzessiv gelebt, ohne mir diesem Anteil sehr bewusst zu sein und habe den dann halt einfach Stück für Stück entlarvt. Und wenn ich jetzt heute authentisch mit dir rede, dann gehe ich nicht in meine Schwäche, wie du das gerade formuliert hast, sondern im Gegenteil, ich gehe in meine Stärke. Also ich
bin in Verbindung mit einem Anteil in mir, der sagt, Markus, genau so bist du wundervoll. Und genau dieses Teilen ermöglicht heute Menschen aufzumachen und sich selber zu erkennen. Und das ist eine Kraft, die in mir ist und keine Schwäche. Ja. Und ich beobachte es körperlich, dass mein Körper sich dabei beruhigt. Ich wollte nur sagen, falls ich Schwäche gesagt haben hätte sollen, ich meinte, ich hätte Verletzlichkeit gesagt. Oder Verletzlichkeit, entschuldige. Ja, genau, weil Verletzlichkeit ist für mich tatsächlich in meiner Definition da was anderes, weil ich finde genau Verletzlichkeit diese Form von Stärke, die du beschreibst. Also insofern sind wir da, glaube ich, sogar rein wortmäßig von der Bedeutung her auf derselben Ebene, weil ich das für mich selber in meinem Leben auch erfahren habe, dass ich wahnsinnige Stärke daraus gezogen habe, wahnsinnige Entspannung für mein Nervensystem, als ich endlich angefangen habe, über diese Sachen zu reden. Damals überhaupt nochmal, ja, der Typ hat Panikattacken, ja, der Typ hat depressive Episoden etc. pp. Und dann später, je mir es möglich war, einfach da noch tiefer reinzugehen. Und für mich festgestellt habe, wow, in dem Moment, genau wie du sagst, dieser große, große Stolz auf mich selbst, ich sage das jetzt tatsächlich, obwohl alles in mir schreit, nein, tu das nicht. Und zugleich dann zu merken, ah, okay, ich darf das ja sagen, da passiert gerade gar nichts. Und das sind Menschen, die das nehmen und mit aufnehmen und ja, so. Und also wirklich mit die wichtigste Erfahrung effektiv meines Lebens, die ich gemacht habe. Oder anders formuliert, ich habe mich damals nach meinen 5 Wochen in der Klinik gefragt, wieso ging es bei mir so dermaßen rasant aufwärts? Wieso bin ich so schnell so stabil geworden? Und hatte dann für mich als Antwort irgendwie gefunden, ja, es lag irgendwie an den anderen Patienten halt, an den Mitpatienten, an dieser Gemeinschaft. Das war damals sozusagen meine Erstantwort. Und lustigerweise so nach und nach im Laufe der Jahre und auch mit mehr Einstieg in die Theorie und mit mehr Menschen zu sprechen. Und jetzt, wenn ich dann eben das auch so von dir höre, stell fest, das ist natürlich komplett ja erklärbar. Also es ist sozusagen auch rein dieser rein praktischen Weg, den ich dann erlebt habe, war quasi der wichtigste Part meiner Heilung damals, dass der auch von der Theorie her natürlich genauso nachvollziehbar ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, welchen Weg wir gehen, ob wir da mal reingehen in diese Frage, wie wichtig ist für uns dieses Thema des, oh, ich merke gerade, da ist ein Mikro offen, das darf ich ausmachen. Genau. Wie wichtig für unser Nervensystem und für die Möglichkeit, nennen wir es mal, mit unserem Trauma umzugehen, ist dieses ehrliche Mitteilen von dem, was in dem Moment bei uns da ist? Oder wollen wir zuerst noch den Weg dorthin machen, dass du vielleicht noch ein paar Sätze sagst zu dem Thema grundsätzlich Trauma, in Anführungszeichen, jeder hat das und vielleicht dann auch noch, dass wir auch noch den Weg gehen über den Vagusnerv, der ja in den letzten Jahren gerade in der Szene durchaus ja bekannt geworden ist und der ja wiederum den Anschluss findet an dieses Thema, der ermöglicht mir erst die Fähigkeit, in Kontakt zu gehen, also dieses soziale Engagement. Genau. Und du darfst jetzt gerne aussuchen, welchen Weg wir da gerne beschreiten dabei. Ich mache noch mal kurz einen Ausflug zu Miriam, die hier schreibt, die Angst kommt immer, wenn ich mich verstellen muss. Und authentisch sein heißt immer mehr offen zu sein und dann ohne Angst zu sein. Genau, und das ist so eine typische Struktur, die bei mir eben auch so ist, dass dieses sich verstecken müssen und nicht so sein dürfen, das ist sehr, sehr beängstigend. Und auch bei meinen Eltern damals eben nicht die Orientierung und die Klarheit zu finden, was mein So-Sein denn bewirkt. Also ständig auf der Hut sein zu müssen vor der nächsten Verurteilung, vor dem nächsten ausgeschlossen werden aus dem Clan. Also ich erinnere mich heute noch, das ist jetzt 40 Jahre her in etwa, als mein Vater zu mir sagt, und wenn du bunte Haare hast, dann schmeiße ich dich raus. Meine Güte, ich war 5 oder so.
Und dann knallt er mir so einen Hammer an den Kopf. Also, und tatsächlich war ich dann, als ich Pubertier war, auch mal so, dass ich gedacht habe, boah, ich hätte gern schwarze Haare, ich bin blond, ich will auch mal dunkle Haare. So, aber mir war klar, ich darf den Wunsch noch nicht mal aussprechen, weil sonst fliege ich raus. Und genau, und das macht dann schon Angst. Und je authentischer ich dann heute bin, desto ruhiger wird mein System und zugewandter und offener. Genau. So, und jetzt zu deinen Fragen. Ich würde gerne schon, weil das Wort ja auch immer wieder fällt, Trauma, ganz kurz das mal so ein bisschen vielleicht ja, benennen oder bestimmen, was das heißt, weil viele dem Wort noch nicht so wirklich nahe gekommen sind und für die meisten bedeutet, oder die meisten kennen Trauma von Schocktrauma, also sowas wie ein Unfall. Ja, oder man versteht natürlich auch, wenn flüchtende Menschen irgendwie übers Mittelmeer rudern und Familie verlieren und schlimme Szenerien erleben mussten, dass die traumatisiert sind. Ja, das kann man irgendwie noch greifen, aber also Trauma ist halt viel, viel mehr und relativ leicht definiert. Trauma ist einfach Überwältigung und das ist subjektiv. Also überwältigend kann ziemlich viel sein. Immer dann, wenn das Nervensystem eine Situation nicht fassen kann, nicht lösen kann. Und das ist sehr subjektiv. Und das kommt entweder, weil der Impact so hoch war, weil ich eben ein schlimmes Trauma erlebt, also ein traumatisches Erlebnis erlebt habe, oder aber, wenn ich das immer wieder erlebe und das hat einen kleinen Impact. Oder Mischa, du Trottel. So. Zack, das war eine kurze Verunsicherung, eine Irritation, oder? Und du lachst aber relativ schnell. Aber stell dir mal vor, man sagt dir das ständig. Dann ist das irgendwann ziemlich prägend. Ich weiß genau, wie du bist. So, du Depp. Und irgendwann glaubt man den Mist. Also eine kleine Dosis Scham ständig an den Kopf geknallt, ist halt in Summe auch verletzend und überwältigend. Genau. Und das ist das, was man in dem Bereich Entwicklungstraumatologie halt dann findet. Und die Entwicklungstraumatologie, sagte ich gerade schon, die ist prägend. Also das macht uns halt zu den Menschen, die wir glauben zu sein. Also so wie ich mich für einen tollen Redner hielt und für, ich habe mal zum Auftraggeber gesagt, ich bin halt eine Rampensau. Aber eigentlich bin ich genau das Gegenteil. Ich habe voll die Angst vor Menschen. Kann halt jetzt gut damit umgehen, aber diesen Schlaumeier auf der Bühne zu spielen, das war nur der Mechanismus, der verhindert hat, mit meiner Kleinheit in Kontakt zu kommen. Ja, auf der Bühne glänzen. Genau. Und das ist das Spannende. Und darum sage ich auch immer, jeder Mensch hat Trauma erlitten. Also, weil jeder von uns ist geprägt von seinen Eltern. Und selbst wenn du die geilsten Eltern hast, die alles richtig gemacht hast, ja, holla die Waldfee, wenn du in die Welt kommst, dann wirst du spätestens da traumatisiert. Stell dir das mal vor, du bist im Nirvana aufgewachsen und alles ist gut, dann kommst du hier in die Welt und denkst dir, Scheiße, komme ich nicht klar drauf. Ja. Das heißt, der Satz, der da manchmal fällt, Trauma ist nicht mein Thema. Wenn das jemand zu dir sagt, was sagst du dem oder der dann? Gar nichts. Also steige ja nicht in den Streit ein, muss ja niemand überzeugen. Nee, nicht überzeugen, nur in dem Sinne von, ich nenne es jetzt mal offen, also ist es wichtig, auf das Thema in irgendeiner Art und Weise aufmerksam zu machen oder den Menschen in die Richtung hinzuführen, dass da was ist oder nicht. Also am hilfreichsten finde ich dieses Tracking, also einfach dem Nervensystem folgen, weil das für jeden nachvollziehbar ist. Weil ich sehe schon die Gefahr drin, dass wenn wir das als Traumaschublade wieder öffnen, dann ist es ein Label. Und meine nette Sabine, die mich immer in meinen Prozessen begleitet, die sagt immer, Labeling ist Disabling. Also auch dieses, ah, ich bin traumatisiert. Ja, schön, und jetzt? Also dann steck dich doch in die Schublade, aber dann bist du auch gefangen da drin und dann holst du dir ja nur die Rechtfertigung, dass dieser ganze Scheiß in dir ablaufen darf. Und ich möchte nicht mehr in dieser Schublade sitzen. Also ich hatte lang dieses Ding auch mit, ah, und ich darf jetzt so fühlen und ich darf jetzt hier die Drama Queen sein und das ist total wichtig, dass ich authentisch bin und irgendwann ist halt auch echt gut. Man denkt sich, oh, komm klar, Mann.
Das heißt, du benennst es für dich auch nicht oder nicht mehr so. Es ist halt einfach so, wie es ist. Ich rede viel vom Nervensystem. Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon, dass ich immer wieder das Wort Trauma auch verwende, aber es steht auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Ja. Ja, wie gesagt, wenn wir noch so ein bisschen beim theoretischen Teil sind, magst du uns noch was zum Vagusnerv oder überhaupt zu dieser Sache sagen? Man früher dachte, man ja allgemein läuft nur, das gibt den Sympathikus und den Parasympathikus und damit ist irgendwie alles erklärt. Und dann kommt hier dieser Vagusnerv und dann stellt sich plötzlich nur fest, dass der zwei Stränge hat und die dann unterschiedliche Sachen tun. Kannst du da vielleicht noch so einen kurzen Abriss geben für alle die, die vielleicht da noch gar nichts oder wenig davon gehört haben? Weil ich persönlich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, da mal reinzuschmecken oder davon mehr zu erfahren, weil das aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr, sehr viel erklärt hat und mir persönlich sehr geholfen hat. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Also du sagst schon Parasympathikus, Sympathikus, das sind zwei Funktionalbereiche in unserem Nervensystem. Der Sympathikus, der klingt erstmal sympathisch, ist aber den meisten gar nicht so sehr sympathisch, weil der den Stress auslöst, also die Kampf- oder Fluchtreaktion steuert, die Muskeln in Anspannung bringt, den Puls hochtreibt, die Panik macht, ja, die Angst macht oder die Wut macht, die Rage macht, zu Irritation führt, das Hirn so ein bisschen breiiger macht und die Muskeln ein bisschen aktiver macht. Und den anderen Anteil, den nannten wir den Parasympathikus, das ist der Gegenspieler, die können nicht gleichzeitig, also Gas und Bremse funktioniert nicht gleichzeitig. Und der Parasympathikus, das war halt so Rest and Digest, hat man immer gesagt, also Ruhen und Verdauen. Die Verdauungsorgane werden innerviert, auch die Stimme wird innerviert vom 10. Hirnnerv, dem Vagusnerv. Und die Bauchorgane, die Atmung des Herz wird beruhigt dadurch. Und dann hat man irgendwann herausgefunden, und das ist eben noch nicht so lange her, dass dieser Hirnnerv, der 10., dieser Vagusnerv, dass der einen zweiten Ast hat, der nicht in den Bauch reinläuft, sondern der rückenseitig verläuft, also der rückseitige Vagus. Und der hat eine andere Funktion. Der tritt nämlich, also der wird dann aktiviert, wenn Kampf oder Flucht nicht ausreicht. Und der schaltet uns ab. Also der macht so einen richtigen Shutdown und fährt das Energieniveau runter, lässt uns unsere Emotionen nicht mehr spüren, lässt uns den Schmerz nicht mehr spüren, macht so einen Zustand von, bin auch gar nicht so recht da, verliere so den Kontakt zu meinem Körper, zu meinen Emotionen, zu dieser Welt. Der macht eigentlich, dass Sterben angenehm wird. Und auch die Hormoncocktails, die dieser rückseitige Vagus also anstößt dann, das ist echt ein geiler Cocktail. Und da kann man auch richtig süchtig von werden. Auf der emotionalen Ebene nennt man es Depression, Antriebslosigkeit. Im Kopf nennt man es vielleicht Dissoziation auch, so dieses Abgespaltensein. Und ich hatte es heute erst in der Praxis den Fall, dass eine Patientin so in diesen Bereich reingerutscht ist und ich habe sie da mal reinrutschen lassen. Und dann sage ich, und wie geht's dir? Jetzt sagt sie, ist total gut. Dann sage ich, gell, Kopfschmerz ist auch weg, sagt sie, ja. Und die Augen waren schon zu, die war schon so völlig eingesunken, Augen zu. Und sie hat sich da echt wohl gefühlt. Und dann sagt sie, sie ist entspannt. Und dann habe ich sie korrigiert, sage ich, du bist ein Scheiß, du bist überhaupt nicht entspannt. Du schläfst nur gleich ein, ja, aber Entspannung geht anders und dann haben wir eben eine Technik angewandt und sind aus diesem Freeze-Zustand wieder aufgewacht und dann ist das Interessante und das ist wichtig zu wissen, wer aus diesem Abschaltmodus wieder aufwacht, wer rauskommt aus der Depression, der geht rein ins Leid. Weil die Hormone lassen nach, du fängst wieder an, dich zu fühlen, die Emotionen kommen wieder, die Körperempfindungen kommen wieder, die ganzen Entzündungen werden wieder spürbar, die Muskelanspannung wird wieder spürbar, die Verspannung. Und wenn du fühlst, dann fühlst du eben nicht gleich was Schönes, sondern erstmal den ganzen Mist, der vorher auch schon da war. Und weil der damals schon überwältigend war, gehen wir ganz gern dann ganz schnell wieder zurück in die Depression und ins Abschalten.
ja, wie so ein UFO, das in die Erdatmosphäre eintritt und sofort wieder wegspickt, weil es zu heiß wurde oder weil es zu schnell reingekommen ist. Und darum ist da die Geschwindigkeit ganz, ganz wichtig und eben auch so Haltepunkte zu haben und unter Umständen eben auch so ein fremdes Nervensystem an der Stelle zu haben, das Orientierung und Ruhe bietet, um den dann erlebten Sturm auszuhalten. Und dann, wenn wir da durchkommen, und das kann ja auch sehr schnell gehen, heute Vormittag ging das innerhalb von einer halben Minute, dann kommt man auch ganz schnell wieder ins Lachen, ins Freuen und ins, oh, mir geht's total gut und was war denn das jetzt Lustiges? Genau, und dann kommen wir wieder auf die bauchseitige Vagusseite, die eben das Gesicht innerviert, Durchblutung macht und Freude macht und Sprache macht. Mir ist gerade vorhin noch eine Frage eingefallen, dass du erzählt hast, gerade von deiner Klientin oder Patientin oder wie auch immer du das nennst. Woran erkenne ich jetzt, ob ich tatsächlich entspannt bin? Oder ob ich nur glaube, dass ich entspannt bin und in Wirklichkeit kollabiere ich, beziehungsweise bin halt hier in meinem Freeze-Zustand? Das ist, wenn man viel im Freeze lebt und manche leben ja tatsächlich im Freeze oder halt in diesem Lähmungs-Depressionszustand. In dem Zustand ist es manchmal ganz schön schwierig, das zu erkennen. Und das ist ja glücklicherweise bei den meisten. Und ich rede immer, weil ich keine psychiatrischen Fälle habe. Bitte, das möchte ich immer dazu betonen, weil in der Psychiatrie ist es nochmal eine andere Nummer. Da ist es dann ja fast unmöglich, das selbst zu erkennen. Aber ich sage jetzt mal so, die meisten Formen, die wir so draußen rumlaufen sehen, also normale Menschen mit normalen depressiven Phasen und so, es sind Phasen, es sind vielleicht auch mal langanhaltende, jahrelange Phasen, aber es sind in diesen Zuständen immer noch, ist Lebenswille spürbar, ist ja, Suizid ist jetzt nicht die primäre Fragestellung. Und von daher wird dieser Zustand meist zwar als ja nicht angespannt wahrgenommen, aber es ist schon ein Restbewusstsein da von einem, zumindest ein vages Gefühl von ja. Also irgendwas stimmt nicht irgendwie. Es ist einfach energielos und antriebslos und also das Grundding von so will ich es eigentlich nicht. Ich reguliere gerade mein Nervensystem. Guck mal. Ich habe gerade einen Bonbon in den Mund gesteckt. Hast du es gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Jetzt sagen wir, hältst du wahrscheinlich gleich die Schachteln genau. Oh, liebe Ja. Kinder, es gibt auch noch andere Bonbons von anderen Herstellern. Und die hat meine Oma immer gehabt. Große Fässer voll mit diesem Bonbon. Das heißt, ich lutsch gerade Oma-Erinnerungen und die Oma war für mich die einzige Person in meiner Familie, die völlig verurteilungsfrei war. Da war immer einfach, es war einfach immer alles okay. Und es ist Menthol, meine Lunge atmet freier und mit frei atmen, ach, das ist genau das Gegenteil von Angst für mich. Ja, und darum habe ich immer diese Bonbons da. Weil die beruhigen mein Nervensystem. Cool. Funktioniert immer. Also der Anker ist komplett stabil, oder so. Bei mir schon, ja. Und? Das ist eine ganz sinnliche Erfahrung. Also da muss sich der Kiefer bewegen. Da kann ich schon nicht mehr die Zähne zusammenbeißen. Also das ist schon sehr, sehr ausgeweitet in meinem Erfahrungsschatz, sodass ich einfach das Bonbon reinstecken muss und die ganze Kaskade an Informationen läuft gleich durchs Nervensystem. Wirkt. Sehr cool. Ja. Merke ich mir. Ja, wir haben ja heute hier auch ganz praktisch sind wir auch miteinander dabei, dass wir eben nicht nur, was du jetzt bisher toll gemacht hast, eben noch ein bisschen vom Hintergrund erzählen und von der Erfahrung, sondern auch so ganz praktisch mit deinem Beispiel jetzt. Was kann ich eben tun, um selbst auf mein Nervensystem einzuwirken, auch wenn es das autonome Nervensystem heißt, was ja erstmal heißt, dass es die Sachen so mal selbstständig macht und ich mich nicht um alles kümmern muss, ums Atmen und meine Vorgänge und dass meine Verdauung funktioniert etc. pp. Und die Sachen gesteuert werden. Nur im Endeffekt, wir haben ja zum Glück Möglichkeiten einzugreifen und das fände ich mal ganz spannend,
wo du vielleicht einfach auch für dich oder in deiner Arbeit festgestellt hast, das sind so ein paar zentrale, wichtigste Ansatzpunkte, die kannst du zumindest als Grundidee den meisten Menschen mitgeben. Meine Grundhaltung nochmal ist, dass ich es nicht weiß. Mhm. Ja. Aber ich habe natürlich ein riesengroßes Repertoire an Möglichkeiten, das ich mit Menschen ausprobiere. Und das schicke ich deshalb voraus, weil ich eben nicht sage, das wirkt, sondern ich mache diese Angebote und ich erzähle drüber, damit jetzt die Zuhörer auch sagen, oh, das probiere ich auch mal aus und wenn es wirkt, ist gut. Und du hast vorher auch schon eine geschickte Frage gestellt, ist das eine stabile Ressource für dich oder funktioniert das nur manchmal? Weil viele von diesen Regulativen, die wir verwenden, die funktionieren auch nicht immer. Mhm. Und wenn wir richtig in der Scheiße sitzen, dann gibt es da den großen Onkel Plappermaul da oben, der sagt grundsätzlich erstmal, heute funktioniert gar nichts. Mhm. Ja? Selbst wenn ich weiß, wenn ich es mache, hilft es, aber ich mache es nicht, weil es hilft gar nichts. Ja? Ich mache einfach ein paar Beispiele, auch aus einfach hier, wie ich da bin. Ich habe Hoodie an. Ja, mir ist eh schon warm. Ich habe vorher noch 6 Stär Holz gesägt und habe ein langes Shirt an. Warte mal schnell, ich mache mich mal nackig. Ich habe hier so ein hautenges, langes Shirt an. Ist das sichtbar? Ja. Okay. Das schließt sich hauteng. Kann ich auch erkennen? Bitte? Deine Unterhosenfarbe konnten wir auch erkennen. Oh, schön. Also dieses Shirt schließt sich ganz eng an meine Haut an, an meinem Leib und an meinen Armen. Und das gibt mir schon ein Gefühl von Gehaltensein. Du kennst ja auch Panik, das ist das Gegenteil. Panik ist das Gefühl von, ich löse mich auf. Und so kann Kleidung zum Beispiel mein Nervensystem beruhigen, weil dieses nicht sprachliche Nervensystem... Sondern die Pflege. Jetzt. Dieses nicht sprachliche Nervensystem empfindet das gerade als das hier. Dann habe ich einen Hoodie an und der schützt mir den Nacken. Das ist quasi wie so eine behütende Hand am Hinterkopf die ganze Zeit. Dann habe ich hier ein paar Kettchen an. Hat jetzt nichts mit Steinheilkunde oder so für mich zu tun, aber in meiner schambesetzten, in meinem schambesetzten Leben war so große Klunker zu tragen sehr auffällig. Und überhaupt auffällig zu sein, war für mich, sichtbar zu werden, war für mich ein Riesending. Und jetzt sitze ich hier und bin heute so ein bisschen unrasiert und habe hier mein Piercing drin und habe diese Ketten an. Und das sind lauter Dinge, die ich nicht bewusst in meinem Kopf habe, die aber ständig auf einer körperlichen, sinnlichen Ebene mit mir ja im Kontakt sind. Ich spüre das ja. Ich spüre die Kuschelwärme, ich spüre die Klunkerdinger da, ich spüre den Hoodie. Und da muss ich nicht drüber nachdenken und das wirkt. Was bei mir zum Beispiel in starken Erregungszuständen auch super wirkt, ist heiße Badewanne. Am besten noch einen geilen Film dazu, in Laptop und allein sein oder geile Mucke hören. Was bei mir heute, das war sehr, sehr angstbesetzt, was bei mir aber heute mega gut wirkt, ist so eine körperliche Anstrengung, wie vorher Holz machen, wie laufen gehen, mein Kreislauf spüren, meine Körperkraft wahrzunehmen. Und wie gesagt, das war lange Zeit, viele Jahre war das extremst angstbesetzt. War das der Auslöser für Panik bei mir. Mhm. Und darum muss man gucken, was ist jetzt gerade das Richtige? Mhm. Ja, das mit dem körperlich Betätigen war für mich persönlich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, in dem ich mich ja auch wegen meiner Angst erfolgreich gedrückt hatte, weil ich eben sicher war, ich werde sicher jedes Mal sterben, sobald mein Puls über 90 geht. Und im Endeffekt war das für mich die wichtigste Ressource. Dann habe ich auch mal so ein Buch gelesen, wo es darum ging, durch welche Ressourcen können wir tatsächlich entspannen, mit so einem Muster und Planck-Quadrat und bla bla bla, so verschiedene Fragen beantwortet. Im Endeffekt war dann bei mir klar, meine größte Entspannung finde ich in der Anstrengung, also wirklich im Sport, in der körperlichen Anstrengung. Und ja, auch da darf ich mich immer wieder persönlich dran erinnern, weil
ich mir selber auch immer wieder erfolgreich weismache, dass meine größte Entspannung ist, wenn ich nichts tue und entspanne. Und auch das liebe ich total. Und der Philosoph in der Sonne auf dem Balkon ist super. Und gleichzeitig ist es eine andere Form von Entspannung, die ich verspüre, wenn ich mich wirklich verausgabe. Wenn ich da irgendwo hier stundenlang wurschtle und anpacken darf und wirklich meine Muskeln spüren und Holz hacken und schleppen und Steine wuchten und bla bla bla. Da ist eine Form von Grundzufriedenheit, tiefster Zufriedenheit da. Und diese Art, wie ich dann abends einschlafe, ist einfach nur so, oh, so genau. Und vielleicht, wenn es überhaupt was ist, ich sage auch immer, ich gebe ja ungern Tipps, aber das ist schon ein Punkt, den sich aus meiner Sicht, den wir uns immer und immer wieder anschauen dürfen, inwiefern wir es auch mit ein bisschen Überwindung oder mal Schweinehund oder jemanden Umsetzungspartner schaffen, tatsächlich auch irgendwie uns in die Körperlichkeit und in die Bewegung oder in den Sport oder so zu bringen, um dann tatsächlich da dieses von dem Großen zu profitieren, was da tut, was da eben genau bei uns ankommt, an entspannenden Element. Als eine Möglichkeit, wie du so schön sagst, es kann eine Möglichkeit sein und vielleicht ist es bei manchen in dem Moment nicht oder noch nicht dran. Ja, und es braucht den richtigen Zeitpunkt und manchmal ist halt noch nicht die Zeit dafür da. Und bei mir war es auch, ich habe 2019 hier das Dach von diesem Haus, das kennst du ja, renoviert. Also das ist eine 200 Quadratmeter Dachfläche, die ich von Hand abgedeckt habe im Sommer 2019 bei 35 bis 40 Grad am Boden. Auf dem Dach hast dementsprechend mehr. Und da waren auch noch viele Wespennester drin, das ist auch ein Angstthema gewesen. Und ich habe da oben echt gekocht, 11 Stunden am Tag. Ich habe da 6 Liter Wasser getrunken am Tag und hatte am Abend 2 Kilo weniger auf der Waage. Also da bin ich so weit über meine Grenzen gegangen und habe dann die Erfahrung gemacht, weil das Containment zu dem Zeitpunkt auch da war, dass ich das halten konnte. Und da hat mein Nervensystem gecheckt, hey Alter, wenn du das kannst, dann piss dich nicht an, wenn du einen kleinen Berg hochläufst. Ja? Und seitdem ist bei mir echt die komplette Angst so im Keller. Also nicht, dass ich nicht trotzdem immer wieder Angst habe schon, aber dieses Ausmaß ist komplett reduziert. Und ein Jahr vorher hätte ich es noch nicht, also da hätte es das Gegenteil bewirkt. Mhm. Da kommt gerade noch die Frage, welcher Hirnbereich für Panik zuständig ist. Die Panikattacke ist ja eine Körperreaktion, deren Emotion davor die Angst ist. Und bei den meisten ist ja nicht die Panik so schlimm, sondern eher auch die Angst vor der Panik. Und das entspringt alles dem limbischen System im Gehirn und wird dann in den Körper eben über den Sympathikus verschalten. Und dann halt aufs Hormonsystem, auf die Nebenniere geschalten und aufs Herz über den Rhythmus und Kreislauf und der Sympathikus innerviert ja ganz, ganz viel. Ja, die Muskeln werden mobilisiert und hart gemacht. Und ja, mega spannend. Also ganz wichtig ist wirklich so die Aussage, weggehen von das hilft. Und die haben gesagt, man muss sich körperlich verausgaben. Man muss wirklich bei sich selber tracken. Also mit sich selber in den Kontakt kommen, mit seinen Gefühlen, mit seinem Körper, mit seinem bildlichen Innenleben, mit den Erinnerungen, mit den Körpersensationen und natürlich auch mit den Gedanken. Ja. Mhm. Und dieses Modell, das ich jetzt mal eben so runtergerattert habe, das SIBAM-Modell, ich tippe das gleich hier auch nochmal gern rein in den Chat, dann kann man sich's abschreiben oder so, das ist für mich wie so eine innere Landkarte, ja, wo ich immer wieder auch Orientierung finde, auf welchem Kanal bin ich gerade unterwegs. Ja. Und diese SIBAM-Kanäle, die sind halt bei vielen von uns über- oder unterkoppelt. Also, dass wir halt Gedankenrasen haben oder eben dann total in die Angst reingehen und den Körper nicht mehr spüren. Ja. Oder dass der Verstand komplett aussetzt und der Körper fängt zum Zucken an und sich zu bewegen. Ja. Und wenn man diese Land... Was genau da steht für... Ja, ich tippe es kurz parallel rein. Mhm. SIBAM, also das S sind die es kommt aus dem Englischen, Sensation, also Körpersensationen. I steht für Image, also für Bilder, für Erinnerungen. B steht für Behavior, also unser Kampf oder unser Fluchtmechanismus, unsere Körperbewegungen, unser Verhalten, könnte man allgemein sagen.
A steht für Affekt und M steht für Meaning. Das ist das, was die meisten als Denken jetzt bezeichnen würden oder auch Bewertung und so weiter. Da ist noch eine Frage, wie sehe ich die Grenze zwischen Angst, die wir überwinden können, und tatsächlicher Überforderung im Sinne des Containments? Boah. Das sind immer so Fragen, wo ich mir ganz, ganz schwer tue, weil ich glaube, das ist extra subjektiv sowas, oder? Gibt es da eine, das ist doch subjektiv, wenn du merkst, ich spüre Angst und wie kann ich damit umgehen? Und Überforderung heißt, ich kann nicht damit umgehen. Und Überforderung, wenn kommt, dann merke ich ja, wie jemand reagiert. Ja. Dass man dann ausweicht, dem Thema ausweicht, dass der Körper abschaltet, dass wir keinen Zugang mehr haben oder dass Systeme überreagieren, ja, dass dann eben mehr Sensationen kommen als erwünscht, wie bei der Panikattacke. Ja. Wie wichtig ist der Part, fällt mir gerade noch ein, dass ich mir erlaube, Sachen, also auch sagen wir mal, aus Situationen rauszugehen. Also jetzt sage ich mal, jetzt nehme ich mir was vor, ich möchte mich jetzt irgendeiner Sache vielleicht mal stellen oder was probieren. Und gleichzeitig ist natürlich diese große Frage, eben, halte ich das aus oder komme ich da in eine komplette Überforderung und macht die Sache dadurch nicht unbedingt besser, auch so für mein weiteres Vorankommen. Wie siehst du das? Ist es ganz die Erlaubnis zu geben, alles auch nicht tun, nicht ausprobieren zu dürfen, sich nicht challengen zu müssen? Ja, das unterstreiche ich einfach. Also jedes Ausweichen, wenn zur Pflicht wird, weil ich immer Angst habe, rauszugehen. Ja, also bei mir war ja die Angst irgendwann im Leben so dominierend, dass einfach mein Leben nur noch von Angst bestimmt war und wenig von Leben. Und das war ja meine Lösungsstrategie, um da damit klarzukommen. Ja, und dann ist es ja so einschränkend und belastend, dass man es irgendwann auch nicht mehr will. Aber ich nehme das Recht des Ausweichens ja heute immer wieder gerne noch in Anspruch. Meine Restangst, die bei mir noch übrig ist, völlig unsinnig. Es hat ja auch nichts mit Verstehen zu tun. Ich habe keine Allergien und ich reagiere nie darauf. Ich habe es schon 100.000 Mal probiert, aber in mir ist eine Restangst vor Nüssen, also anything nutty. Also auch Mandeln oder alles, was an Nuss erinnern könnte, ja, macht in meinem Körper eine Angstreaktion. Und weißt, wenn ich dann einen Tag habe, wo ich scheiße geschlafen habe und Streit hatte und Stress habe und jetzt sitzen wir mittags zusammen und was ich gut kann im Salat sind Körner, aber wenn dann bei den Körnern so eine bescheuerte Walnuss dabei ist, ja, und die sogar noch mit Haut, dann nehme ich mir auch das Recht, diese bescheuerte Nuss einfach zur Seite zu legen. Dann lächle ich die an und sage morgen wieder. Ja. Lachen jetzt auch gerade einige, die mich kennen. Ich weiß gar nicht, wieso dieses Thema mir sowas von bekannt vorkommt. Und auch ich gestehe mir das zu sagen, okay, nee, ich esse keine Nüsse, zumindest nicht, wenn ich es in dem Moment direkt sehe oder merke, weil irgendwie es einfach nicht geht und weil ich mir diesen Stress nicht geben muss. Ich habe an ganz vielen Stellen mir auch bei der Ernährung ganz viel wieder in mein Leben zurückgeholt. Und an der Stelle ist es dann halt auch so. Und da bin ich dann auch mit mir im Frieden. Und da gibt es eine liebe Freundin, die zuschaut, die hat mit mir da schon mal so ein Experiment gemacht. Und da habe ich auch in ihrem Beisein einen Kuchen mit Nuss gegessen und bin auch nicht gestorben. Und ab und zu wird mir mal was untergemixt, wo ich auch nicht dran gestorben bin. Und gleichzeitig gestehe ich mir zu und sage, dann ist das halt so. Ich bin so einen fetten Weg gegangen und habe da so viel für mich erreicht und ausprobiert und getan und bin über mich hinausgewachsen. Ich muss keine Nüsse essen, um ein glücklicher Mensch zu sein. So, und da komme ich jetzt gerade auf ein Thema und das möchte ich schon noch loswerden, ja, weil das ist so ein Herzensthema für mich. In dieser
ganzen Nervensystemslandschaft rede ich gern von Erfahrungsblasen. Ja? Und manche Blasen sind so groß, da steckt so viel Energie drin, ja? Dass wenn wir die nur auch im Entferntesten andeuten, ja? Oder nur in die Richtung zeigen, ganz vage, dann fährt mein System hoch. Ja? Und dann gibt es so Nussthemen, oder? Wir können da gut damit leben und an guten Tagen können wir das auch containen, ja, und an anderen Tagen können wir es nicht. Und dann gibt es so klitzekleine Erfahrungen, wo wir sagen, Mensch, heute bin ich in den Hundehaufen getreten, hat halt gestunken, aber wurscht, Schuh ist wieder sauber, das Leben geht weiter. Und das Spannende ist, dass diese ganzen Erfahrungsblasen, diese Energieblasen in unserem Nervensystem mit einem, also die werden assoziiert oder dissoziiert. Also die werden verbunden oder abgespalten und bilden so ein ganz eigenes Netzwerk. Und das ist halt super spannend, dass es Auslöser gibt wie Nüsse. Ich habe echt nie was mit Nüssen zu tun gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Scheißallergie gehabt. Es gibt auch kein Risiko. Und ich habe die immer gemocht und alles. Und auf einmal habe ich da die Angst dazu. Da hat sich einfach die Verbindung verknüpft. Aber die Ladung, die ich erlebe bei Nuss, die hat nichts mit Nuss zu tun. Die Ladung ist so groß, ja? Und das Abgefahrene ist, dass wenn wir die großen Energieblasen, wenn wir hier mal schaffen, ah, die Energie hier, den Druck rauszunehmen und diese Energie als vitale Lebensenergie wieder einzusetzen, dann juckt mich auch die Nuss nicht mehr. Ich habe nie mit dem Thema Nuss gearbeitet, weil es bei mir um existenzielle Scham geht. Und je weniger ich mich für mich selbst schäme, desto besser vertrage ich Nüsse. Und das, wir hatten ja so ein kleines Vorgespräch, wir zwei, und diese großen Blasen in unseren Hirnen, ja, das sind die Themen, das kennt ihr alle zu Hause, die da zuschauen auch. Es gibt diese Themen, da gehst du ab wie Luzi und jeder, der zuguckt, denkt sich, was geht ab? Ja? Und die sind uns oft nicht so bewusst. Also wenn jemand nicht mit sich gearbeitet hat, sind uns die Themen einfach nicht so wirklich bekannt, weil die eben damals so energiegeladen waren, dass wir die irgendwie echt vergessen mussten, verdrängen und dissoziieren mussten. Und vor allem, was uns nicht bewusst ist, meist nicht bewusst ist, sind diese Netzwerke, die Verknüpfungen zu den anderen Auslösern. Und das macht so eine unglaubliche Abwehrstrategie bei Menschen, dass wenn wir zu schnell, zu direkt, zu gezielt auf unseren Wesenskern zielen, dass mir die Menschen wegrennen oder sie mich attackieren und hassen dafür und sie wissen gar nicht warum. Und das steckt echt in jedem von uns, steckt, Ilan Stefani nannte das mal eine Atombombe. Die sagt, in jedem von uns steckt eine Atombombe. Und wenn wir da nur rankommen, dann kommt diese Explosivkraft aus uns raus. Ja? Und die zerreißt uns wirklich auch. Also wenn der Druck zu schnell rauskommt, dann explodieren wir. Mit Panikattacken halt oder mit Blutdruckschüben oder mit Hormonschüben oder whatever. Das heißt jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, zumindest jetzt auch aus, sagen wir mal, Therapeuten oder Coach-Sicht oder wie auch immer, es lässt sich ja manchmal schlicht und ergreifend nicht vermeiden, dass man irgendwo ein Thema trifft. Oder bist du dann schon so, dass du, wenn du merkst, du kommst in die Nähe, dann erstmal nochmal 2 Schritte zurückgehst, damit es nicht zu schnell dann passiert, oder wie ist dann dein Vorgehen? Kommt drauf an. Ja, es kommt ja darauf an, welches Nervensystem mir gegenüber sitzt. Habe ich ausgebaute Ressourcen zur Verfügung, die ich adressieren kann, dann kann ich auch einen großen Pendelschwung mal machen und kann mal intensiv in ein Thema reingehen. Da kann es sogar mal sein, dass ich jemanden echt selber auch bewusst antriggere und dem mal so richtig in den Arsch trete. Ja? Weil ich weiß, da ist eine Vertrauensbasis da, da ist eine Beziehungsebene da, da ist eine Ressource da, die ich wieder verwenden kann, ja. Und in anderen Fällen, auch erst heute erlebt, da ist ganz wenig Bewegungsspielraum im Nervensystem. Da ist schon das Nicht-Ansprechen zu wenig,
als Auslöser wieder. Also warum schweigt er jetzt? Ja? Das kommt echt drauf an. Ja. Zum Ende unserer offiziellen Runde würde ich dich noch gerne bitten, dass du mir den Satz, deinen Satz, das Nervensystem hat immer recht, noch so ganz kurz uns erklärst, was du darunter verstehst. Spannend, wo habe ich den formuliert? In deinem Vortrag bei YouTube, den übrigens jetzt schon ganz viele geschaut haben. Also ich hatte den auch in meinem Newsletter drin und finde ich super toll. Da haben wirklich irgendwie mindestens 150 oder 200 Leute diesen Vortrag geschaut. Und alle, die den noch nicht gesehen haben, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wenn das Nervensystem verrückt spielt, verlinke ich dann auch nochmal in der Nachsorge-Mail. Und da hast du relativ gegen Ende gesagt, das Nervensystem hat immer recht. Und den habe ich mir dann natürlich aufgeschrieben. Schön. Ich finde den cool. Ich bin gerade begeistert, dass ich scheinbar so tolle Sätze sage. Ja. Den merke ich mir. Ja, das Nervensystem hat für mich immer recht aus zwei Gründen. Weil erstens, es reagiert gerade, wie es reagiert. Und dieses hier jetzt reagiert so, das möchte ich ernst nehmen. Weil das reagiert ja so. Und es hat immer recht, heißt für mich, dass diese Reaktion hat immer einen Grund. Es gibt ja eine Ursache, warum das Gehirn so arbeitet. Und nochmal, Voraussetzung, ich arbeite nicht mit psychiatrischen Patienten. Ja? Da hat das Nervensystem manchmal nicht recht. Aber ansonsten gibt es immer einen Grund. Und mein Verstand checkt es halt gerade nicht. Der sieht halt nicht, welche Blase gerade über welchen Netzwerkweg wo wie aktiviert wurde. Ja? Und warum die Nuss mich automatisch in meiner Existenzscham trifft. Keine Ahnung. Das muss ich aber nicht verstehen, weil mein Nervensystem hat recht. Das ist so. Und dem kann ich folgen. Wenn ich dem Nervensystem erstmal recht gebe, dann kann ich diesem Pfad folgen. Und das ist dieses Tracking. Mhm. Ja, dem Pfad folgen sozusagen. Und das finde ich mega spannend. Ja. Und mir ist schon bewusst, eben, dass es auch diese psychiatrischen Fälle gibt, wo das Nervensystem zum Beispiel nach Drogenkonsum einfach völlig verspult ist. Ja. Und da hat das Nervensystem dann halt nicht mehr unbedingt recht. Ganz herzlichen Dank, Markus. Ich darf auch nochmal Danke sagen, weil ich habe die vergangenen Jahre immer wieder in verschiedenen Foren bei Naturheilvereinen und hier im Haus des Gastes in Grönenbach Vorträge gegeben. Und wenn 37 Leute da sind, dann ist das schon echt eine beträchtliche Nummer. Und darum sage ich Danke, weil ich es gerade total genieße seit diesem Jahr, diese Akzeptanz der Menschen für solche Medien. Und ich gerade so im Zwei-Wochen-Rhythmus mit Menschen auf die Art und Weise im Kontakt sein kann, wie früher vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Und das finde ich echt genial. Also vielen Dank an alle auch, die hier so ausdauernd zuschauen und zuhören und mitmachen und sich beteiligen.